Meine Damen und Herren, die Märkte treiben die europäischen Regierungen vor sich her. Diese regieren endlich, aber sie reagieren ex post und sie handeln nicht im Voraus, ex ante. Es ist eigentlich ein Skandal, dass die Regierungen und die Kommission erst reagieren, wenn die Märkte die echten Schwächen aufzeigen. Diese Schwächen hätten von sich aus erkannt werden müssen, rechtzeitig. Als der Euro eingeführt wurde, wussten wir, dass wir keine Geld- und Fiskalpolitik aus einem Guss haben, wie wir sie normalerweise in den Nationalstaaten haben würden. Und wir haben deshalb Maßnahmen ergriffen, dafür einen Ersatz zu schaffen. Aber wir haben uns nicht daran gehalten. Das Regelwerk wurde gebrochen, nicht dazu von großen Mitgliedstaaten, sehr, sehr schnell am Anfang. Wir brauchen wieder ein starkes Regelwerk, was bewährt ist mit Sanktionsmechanismen. Name and shame, Verlust der Stimmrechte, Aussetzung der Zahlungen aus den europäischen Fonds bis hin zur Strafzahlung. Das brauchen wir. Zweitens ist es deutlich geworden, wir haben interne Spannungen in der Eurozone, die drauf und dran sind, zu einer echten Zerreißprobe zu werden, weil wir unterschiedliche Entwicklungen der Wettbewerbsfähigkeit haben. Und hier muss die Kommission auch handeln. Die Kommission muss hergehen und muss die Budgets der einzelnen Mitgliedstaaten daraufhin abklopfen, ob Gefahr von ihnen ausgeht für die Eurozone. Wir wissen natürlich, dass das Haushaltsrecht das Königsrecht der nationalen Parlamente ist. Aber das ist doch kein Grund, dass nicht hier eine gemeinsame europäische Ausrichtung erfolgt. Die ist dringend nötig. Wir brauchen mehr Europa, nicht weniger Europa. Dieses ist möglicherweise unsere letzte Chance. Wenn hier Kommission, Rat zusammen mit dem Parlament nicht handeln, dann fürchte ich, wird es dazu führen, dass wir einen großen Scherbenhaufen vor uns haben werden. Danke.